Die Harry Potter-Filme sind ohne Zweifel einige der erfolgreichsten Filmfranchises aller Zeiten. Die Fans lieben die Filme fast so sehr wie die Bücher. Doch die wenigsten wissen vermutlich, wie viel Arbeit in einem solchen Film steckt und wie die Dreharbeiten ablaufen. Wusstet ihr beispielsweise, dass hinter den Büchern in Dumbledores Büro in Wahrheit Telefonbücher stecken? Oder dass jeder einzelne Zauberstab, der im Film vorkommt, handgefertigt wurde? Auch die Flaschen neben dem Denkarium in Dumbledores Büro wurden alle handbeschriftet. Es sind über 80 Stück. Doch auch abseits der Requisitenabteilung steckt viel Mühe in einem solchen Film und es muss eine Menge zwischen vielen verschiedenen Leuten und Abteilungen abgestimmt werden. Wie sieht es hinter den Kulissen einer derartig großen Produktion aus? Wie sind die Arbeitsprozesse? Was ist echt und was ist nachträglich digital eingefügt? Darüber wollen wir heute reden. Wir haben uns 20 kurze Videoausschnitte von Hinter den Kulissen beim Dreh zu Harry Potter herausgesucht und werden euch diese heute vorstellen. Harry, was ist denn? Wo stecke ich? Gar nichts. Gar nichts weiter. Mal sehen. Wenn du mehr Videos dieser Art sehen möchtest, zeig es uns mit einem Daumen nach oben, abonniere Sehenswert und sei gespannt auf die nächsten Videos. Los geht's mit der Nummer 1. Unsere erste Szene ist die, in der das goldene Trio die Treppe von Hogwarts hinunterläuft, während bereits der große Kampf gegen die Todesser tobt. Emma Watson, Rupert Grint und Daniel Radcliffe rennen die Treppe hinunter und bleiben dann an einer Ecke stehen. Emma Watson in der Rolle von Hermine Granger rennt fast weiter, doch Harry Potter aka Daniel Radcliffe hält sie zurück. Dann stehen die drei an der Ecke und beobachten, was dahinter passiert. Wie wir sehen, sind die Treppen und der Flur zwar echt, doch der Hintergrund und hinter der Treppe ist ein Greenscreen. Das bedeutet, dass das, was dort im Film zu sehen ist, in Wirklichkeit digital eingefügt wurde. Außerdem zeigt dieser Ausschnitt auch, welche Arbeit die Kameramänner leisten. Sie müssen nämlich im gleichen Tempo, in dem die Schauspieler vorwärts laufen, rückwärts vor ihnen herlaufen und dabei noch die Kamera bedienen. Eine ganz schöne Leistung. Die Nummer 2. Die zweite Szene zeigt den Dreh einer Szene aus Gringotts, der Zaubererbank. In dieser sitzt das goldene Trio auf einem Wagen, der zu den Verliesen hinunterführt. Griphook und ein weiterer Kobold, der bei Gringotts arbeitet, sind auch dabei. Dieser Ausschnitt zeigt auf beeindruckende Weise, wie seltsam es sein muss, in einem solchen Film mitzuspielen. Denn nichts an dieser Szene ist echt, bis auf den Wagen, auf dem sie sitzen. Der Dreh findet vor einem Greenscreen statt und der Wagen wird einfach so bewegt, dass es aussieht, als wären sie auf einer wilden Achterbahnfahrt. Dazu kommt noch das Licht, das hinter ihnen entlang tanzt und die Atmosphäre der Szene schafft. Bedenkt man aber, wie dunkel die Szene im Film ist, ist es erstaunlich, wie hell das Studio für eine solche Szene noch ist. Hier bei Nummer 3. Besetzt sämtliche Zugänge, beschützt uns, geht eure Pflicht erfüllen, dient unserer Schule. Erhaschen wir einen Blick hinter die Kulissen der Arbeit zwischen Regisseur und Schauspielern. Regisseur David Yates erklärt den Schauspielern Emma Watson und Daniel Radcliffe am Set, wie er sich die Umsetzung dieser Szene vorstellt. Es handelt sich um eine Szene im Raum der Wünsche. Es ist beeindruckend, mit welcher Detailverliebtheit das chaotische Set aufgebaut wurde. Diese Szene, Nummer 4, ist eine Szene, die erneut besonders eindrucksvoll zeigt, wie wenig echte Kulisse die Schauspieler teilweise zur Verfügung haben. In dieser Szene ist nichts bis auf den felsigen Untergrund und den Hügeln vorhanden, auf denen die Schauspieler Rupert Grint, Emma Watson und Daniel Radcliffe aus dem Wasser klettern. Das Wasser ist echt, doch alles drumherum, auch der Untergrund unter dem Wasser, ist ein Greenscreen. Weiter mit der Nummer 5. Dies ist erneut eine Szene aus dem Raum der Wünsche. Es wird eine Nahaufnahme von Radcliffe gedreht, während er den Expelliarmus-Zauber ausführt und einem zurückkommenden Avada Kedavra-Zauber ausweicht. Hier ist besonders gut die Konzentration aller Teammitglieder zu erkennen. Nummer 6 ist eine andere Perspektive vom Ausschnitt Nummer 4. Wir sehen, dass der Dreh nicht in einem Studio stattgefunden hat, sondern vielmehr draußen. Es wurde eine Art großer Zaun errichtet, der mit Greenscreens bedeckt wurde. Interessant ist hier auch, die Kamerafahrt zu beobachten. Nummer 7.
Kommen wir erneut zurück in den Raum der Wünsche. In dieser Szene wird der Raum der Wünsche in Brand gesteckt und das goldene Trio muss vor dem Feuer fliehen. Wir sehen zunächst Harry und Hermine im Bild, die versuchen herauszufinden, was vor sich geht. Ron kommt ins Bild gerannt und zieht Hermine mit sich. Kurze Zeit später folgt Harry. Was sehr interessant ist, ist, dass in Wahrheit kein Feuer vorhanden war. Stattdessen wurde nur mit einem wandernden Licht gearbeitet, das etwa die Farbe hat, die durch das Licht des Feuers entstehen würde. Nummer 8. Hier wird die Szene gedreht, in der Hermine und Ron die Kammer des Schreckens öffnen, um mit Hilfe des Basiliskenzahns einen Horcrux, den Kelch, zu zerstören. Ron spricht Parsel, um die Kammer zu öffnen, weil er gehört hat, wie Harry im Schlaf Parsel redet. Bei Nummer 9 handelt es sich um den nächsten Teil der Szene mit dem Brand im Raum der Wünsche. Das Feuer ist nicht zu sehen. Vielmehr ruft ein Mitarbeiter immer wieder Fire, also Feuer, um den Schauspielern zu verdeutlichen, wann im Film die Flammen auf sie zurollen. Anhand dessen und anhand des Lichts müssen die Schauspieler also ihre schauspielerische Leistung überzeugend abliefern. Nummer 10. Eine andere Perspektive des Ausschnitts von Nummer 8. Was uns hier besonders beeindruckt, ist, dass die Tür, die die Kammer des Schreckens versperrt, tatsächlich komplett echt ist. Es handelt sich um eine Tür mit mehreren Schlangen darauf, die sich bewegen, sobald Parsel gesprochen wird und damit die Tür öffnen. Dies als echtes Requisit oder Set umzusetzen, bedarf eines komplexen Mechanismus. Ausschnitt Nummer 11 zeigt die Szene, in der Harry mit Snapes Erinnerungen in das Denkarium eintaucht. Beim Dreh unterscheidet sich diese stark von der fertigen Szene im Film. Das Denkarium ist überwiegend digital eingefügt, genau wie die Erinnerung, die Harry dort hineingibt. Wir sehen also, dass Daniel Radcliffe eine kleine, leere Fiole aus Glas in Richtung eines kleinen Tischchens kippt und schließlich seinen Kopf auf eben diesen Tisch senkt. Eine beeindruckende schauspielerische Leistung, wenn man bedenkt, wie wenig an dieser Szene echt ist. Nummer 12. Wir sehen, wie Ron und Hermine in der Kammer des Schreckens sind und Ron einen Zahn aus dem Schädel des Basilisken herausbricht. An diesem Set ist ebenfalls nicht allzu viel echt, doch der große beeindruckende Schädel des Basilisken ist allein bereits ein aufwendiges Requisit, das dennoch mit viel Liebe zum Detail hergestellt wurde. Nummer 13. Dies ist ebenfalls der Dreh der Szene im Raum der Wünsche, allerdings ein anderer Teil. Wir sehen Tom Felton alias Draco Malfoy und Lewis Cordius alias Blaise Sabini auf einem Tisch stehen, der oben auf einem großen Haufen Gerümpel steht, wo sie sich vor dem Feuer zu schützen versuchen. Der Tisch wackelt und die beiden Schauspieler sind mit Drähten oder Seilen an der Decke befestigt. Auf ein Signal kippt der Tisch um und die beiden Schauspieler rutschen herunter, weswegen sie auch gesichert sind. Nummer 14. Recto Sempra! Ron und Hermine zerstören mit dem Zahn des Basilisken den Horcrux. Ein kleiner visueller Effekt ist schon beim Dreh eingebaut, auch wenn dieser später für die finale Filmszene noch digital ausgeschmückt wurde. Als Hermine den Zahn in den Horcrux stößt, gibt es einen kleinen Lichtblitz. Daraufhin springen die beiden auf und laufen rückwärts davon. Nummer 15. Eine weitere Szene aus dem Raum der Wünsche. Tom Felton, Draco Malfoy, Lewis Cordius, Blaise Sabini und der von Joshua Herman gespielte Gregory Goyle klettern auf der Flucht vor dem Feuer die Berge an Gerümpel hinauf. Dabei fliegen einige kleinere Gegenstände herunter. Die Schauspieler sind außerdem mit Seilen gesichert, damit sie sich, sollte jemand abrutschen und herunterfallen, nicht verletzen. Nummer 16. Zurück in der Kammer des Schreckens sehen wir nun die Szene, in der Ron und Hermine von einem großen Wasserschwall komplett durchnässt werden. Hierfür wurde eine große, leicht geneigte Holzkonstruktion gebaut, von der aus das Wasser auf Rupert Grint und Emma Watson herabregnet. Auf ein Signal stolpern sie ein paar Schritte rückwärts und werden daraufhin von dem Wasser getroffen und völlig durchnässt. Nummer 17. Dies ist eine andere Perspektive des Ausschnitts Nummer 2. Hier ist sehr gut das umfangreiche technische Equipment, das für den Dreh einer Szene benötigt wird, zu sehen. Außerdem sind immer wieder Regieanweisungen zu hören, die das Ende eines Takes und den Anfang eines weiteren einläuten. Action! Now!
Nummer 18. Eine Szene, die in Hogsmeade im Eberkopf spielt. Hier trifft das goldene Trio erstmals auf Aberforth Dumbledore, den Bruder von Professor Dumbledore. Das gesamte Set ist echt, es sind keine Greenscreens zu sehen. Da in dieser Aufnahme keine Bewegung in dem Porträt von Aberforth und Albus Dumbledores Schwester Ariana stattfindet, hängt das Porträt als tatsächliches Bild im Raum, anstatt, wie viele andere Porträts, ein leerer Bilderrahmen mit Green- oder Bluescreen zu sein. Nummer 19. In dieser Szene sehen wir eine Kameraprobe. Es handelt sich um eine Szene in der Gringotts Zaubererbank. Das goldene Trio verschafft sich mit dem Einsatz von Vielsafttrank Zutritt zu Bellatrix Lestranges Verlies. Wir sehen, wie Regisseur David Yates und ein Kameramann durch die Szene laufen. Yates gestikuliert hierbei, um deutlich zu machen, wie er bestimmte Sachen umgesetzt haben will. Er zeigt dem Kameramann, wie er sich die Kamerafahrt für diese Szene vorstellt. Und zum Schluss die Nummer 20, wieder eine Szene aus dem Eberkopf. Das goldene Trio berät über Aberforth Dumbledore und ob sie ihm vertrauen können. Hermine bringt ein, dass er ihr Leben bereits zweimal gerettet hat. Wieder ist gut, die Menge an Equipment zu erkennen, die benötigt wird. Kameras, Ton, Licht, all das erfordert eine gute Abstimmung. Das Mikrofon darf nicht in den Frame fallen, das Licht muss hell genug sein, damit alles zu sehen ist. Aber darf auch nicht zu hell sein, als dass die düstere Stimmung im Eberkopf beeinträchtigt würde. Wie haben euch die Szenen gefallen, die wir herausgesucht haben? Was hat euch überrascht? Hättet ihr gedacht, dass doch so viele Requisiten am Set echt sind? Oder findet ihr, dass zu viel der Greenscreen zum Einsatz kam? Erzählt es uns unten in den Kommentaren. Abonniert unseren Kanal für mehr Videos wie dieses, gebt dem Video einen Daumen nach oben und teilt es gern mit euren Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis bald!